Gehen sind die beiden mir gerade auf die Nüsse gegangen. Hey, und der macht das. Die Nerven alle so hart. Hey, ich bin gerade im Central Park. Ha, Bingo. Weiß nicht mehr, was Central Park aussieht. Offensichtlich gibt es einen Besieg, einen Krieg, 10 Gratis-Angebot auf Stable Agents. Die nerven mit ihren Sch... Können die mir mal aufhören, auf die Nüsse zu gehen? Ganz ernsthaft. Definitiv zu wenig Leberkuchen in seinem Leben. Ich wollte, was hier im Central Park haben. Entschuldigung. Mann. Mann. Ich krieg doch heute kein... Mann, halt deine verfickte Fresse, Schlampe. Du nervst. Wer will ein Foto?
keine Straßendiebe mehr. Ich liebe Happy Ends. So, Central Park ist abgeschlossen. Lass die Kerle außer Gefecht setzen, bevor es Verletzte gibt. Dein Ernst! Wurde gerade von meiner Mutter unterbrochen. Entschuldigung. Och, du nervst, Alter. Guten Flug. Er ist allein und sagt unter. Ach, du bist so behindert, aber. Ja gut, das war jetzt dumm. Das war dumm. Ach ne. Wollte jetzt Folge nochmal die Aufnahme zu schauen, aber ist egal. Ah, ich brauche eine Pause von Spidey. Ja. So. Ich überlege, was spielen wir jetzt? Egal. Erstmal, was ist das mit Spidey? Wo ist Maus? Da ist Maus. Ja. So. Wir sind. Würde ich ehrlich gesagt gerne spielen hier. Aber gut. Ich wäre da. Basen habe ich jetzt alle ausgestellt, ist das richtig? Fehlen mir jetzt nur Verbrechen? Null. Das Finanzviertel ist zum Beispiel komplett durch. Chinatown fehlt mir noch ein Sable-Verbrechen. Null. Ah, null. Ja, den Central Park habe ich auch durch. Was haben wir denn da noch? Ah, ja, genau. Na dann.
Ist es nicht schrecklich, dass ich kurz überlegt habe, Sable für die Häftlinge im Stich zu lassen? Okay, ein bisschen schrecklich. Ich stoppe sie lieber. Ein Fahrzeug zerstört? Eins noch übrig. Jo, und jetzt... Und stopp. Noch mehr Sable-Typen. Meine Netze scheinen die irgendwie anzulocken. In your face. So, wie es sein muss. Einen Punkt für die Guten. So. Schon. Alter, wo kommt der denn auf einmal her? Boom. Mach das mit denen, die sich wehren können. Auf.
Auf den Kopf. Gut. Schön. Sable ist gut, jetzt auch unter mir her. Als ob ich nicht schon genug. Der mir was ganz Neues, Spidey. Huch. Okay, MJ, ich bin ein was paar ist interessant. Meld dich, wenn du ein bisschen schleichi mit MJ. Danke, Pete. Wünsch mir Glück. Okay. Normans Penthouse ist im obersten Stockwerk. Aber der Aufzug ist gesperrt. Vom Sicherheitsraum aus kann ich ihn entriegeln. Das wird er nie überleben. Die nächste Wahl wird sein Ende. Da ist der Sicherheitsraum. Aber die Wache sieht mich, wenn ich reingehe. Die Bewohner sind sauer. Vielleicht kann ich das nutzen, um von mir abzulenken. Ach so, da war was, ne? Hä? Ich hab meinen Inhalator vergessen. Ich hab gehört, manchmal darf man da wieder nach oben. Bei medizinischen Notfällen zum Beispiel. Na los, reden wir mit der Security. Hey, lassen Sie uns nach oben. Ich habe einen medizinischen Notfall. Ich ersticke. Lassen Sie mich doch nach oben. Bitte bleiben Sie weg. Der nicht hier unten. Ihm passiert sowas nie. Der Bürgermeister und seine Freunde sind befreit. Einer der größten Spender durfte gleich wieder nach oben. Ich wusste es. Die gehören doch alle zusammen. Ist doch klar. Ach, je länger wir hier stehen, desto eher holt uns diese Seuche. Halten Sie sich bloß vom Empfang fern. Der Kerl hustet wie verrückt. Was? Die müssen uns nach oben lassen. Das sollte reichen. Ach Mist. Jerry, komm raus, es gibt hier Ärger. Wenn ich krank werde, verklage ich euch. Der Sicherheitsraum ist offen. Ich muss nur noch ungesehen zur Tür kommen. Bleiben Sie bitte ruhig. Sable International ist mit der Kontrolle bald fertig. Das sagten Sie schon vor einer Stunde. Ja, es ist frustrierend. Aber denken Sie daran, das bitte alles bleiben Sie weg. Ihrer Sicherheit. Ist außenrum. Wohl eher Osborns Sicherheit. Bleiben Sie bitte alle ruhig. Bitte! Hallo. Ich tja, bin es fällt auf alle Fälle. Denen du gefallen würdest. Tja, gute Nacht. Ich auch. Ich mag das Ding. Komm schon, dreh dich um. Zentrale, ich hab was gehört. Geh auf. Brav. Schlaf gut. Bezahlt sicher die Unfallversicherung. Die Aufzugssteuerung ist im Sicherheitsraum. Neben dem Agent. Ja. Mary Jane Watson, super Spionin. Entriegeln wir mal den Aufzug. Ups. Geschafft. Norman verzieht sich. Und der Aufzug ist entriegelt. Dann mal ab nach oben. Hi.
Ja, aber das mit dem Elektroschocker finde ich super. Muss ich mal so sagen. Penthouse-Aufzug. Alter. Endlich. Norman und Sable. War ja klar. Findet den Alarmtechniker. Feuert ihn. Ach, Symbol. Dummer, nutzloser Knopf. Das war knapp. Und zwar richtig knapp. Dip, 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 dip. Ob das Mrs. Osborne ist? Was haben wir denn da? Grundriss der Wohnung. Jede Menge Platz hinter der Mauer mit dem Familienbild. Bitte lässt Platz in einer Wohnung in Manhattan ungenutzt. Alter, ich würde jeden Zentimeter, den ich hätte in meiner Wohnung, würde ich mir dann gewohnt hätte, usen. MJ, Sable zieht unten Leute zusammen. Ich glaube, Norman wird weggebracht. Hoffentlich sehen sie mich nicht. Damit könnte ich etwas zu tun haben. Fürs Erste. Bleib lieber weg. Ich sollte fürs Erste okay sein. Oh, da liegt was. Auftrag für ein Tastaturschloss. Offenbar ist Harrys letzter Tag der Code. Wohl der Tag, an dem Harry nach Europa geflogen ist. Achso. Irgendwie spinnt jetzt mein Remote. Hallo. Die bleiben zu, bis der Check abgeschlossen ist. Nicht gesehen. Oh. Was ist das denn? Wow. Diese Maske ist unglaublich. Zeigt sie eine versteckte Tür in der Wand? Wo die wohl hinführt? Bauplan einer Prototyp-Gefechtsmaske. Offenbar kann sie strukturelle Schwächen zeigen. Ah. Norman verabschiedet seinen Sohn. Wohl als Harry letztes Jahr nach Europa gegangen ist. Geheime Tastatur im Familienbild. Norman mag wohl Agentenfilme. Ich könnte jede Sekunde zurückkommen. Ich muss den Tastaturcode finden. Harrys letzter Tag. Das war letzten Sommer. Aber es war Juli. Oder August. Harrys Tagebuch.
Vielleicht finde ich da das Datum. Norman hat Harrys Zimmer verriegelt. Es soll unberührt sein, wenn Harry zurückkommt. Aber wo ist der Schlüssel? Oh, da ist was. Das hatte ich vergessen. Die Osborns haben hier ein Wappen. Plus Motto. Pax in Bello. Frieden im Krieg. Hm, bitte nicht. Muss ich dran denken, wenn ich hier darüber ein Buch schreibe. Harry sagte, dass immer seine Mom gekocht hat. Würde mich wundern, wenn Norman den Herd je berührt hätte. Dieser Raum riecht nach reichen Leuten. Ich frage mich, ob der ganze Wein von Normans Weingut in Burgund stammt. Ja, das Geld hat, ne? Die Stadt ist im Notstand, aber Norman schafft es noch immer, dass für ihn gewaschen und geputzt wird. Was für ein Held. Wow, ich habe Harrys Stimme schon lange nicht mehr gehört. Er klingt so müde. Hoffentlich ist das Tagebuch. Er klingt auch wirklich fertig am Telefon. Ich sehe in seinem Zimmer nach. Da hinten. Oh, hier kann man sich was angucken. Schau dir das an. Norman erinnert seine Gäste gern an seinen Status. Aber ein Foto wurde entfernt. Dies ist eine sehr gute Frage, Miss Watson. Gute Nacht, Direction. Gute Nacht, Yuki. Schlaf gut. Zumindest verglichen mit mir und meinem Dad. Aber als Emily krank. Was für eine glückliche Familie. Alles anders. Ach ja. Oh, da hinten kann man noch was gucken. Uns auf dem kleinen Fernseher in Mays Küche an. Kann man mal machen. Ist irgendwas interessant? Ja. Da hinten ist was Interessantes. Harrys Mom Emily. Wir haben ihn damit aufgezogen, dass er die hübscheste Mom von Midtown hatte. Aber das war sie. Fühlt sich an, als wäre etwas hinten am Rahmen befestigt. Na, sieh mal einen an! Treffer. Sicher der Schlüssel zu Harrys Easy! Normans Badezimmer ist größer als meine ganze Wohnung. Okay, das ist geil. Das ist ein geiles Badezimmer. Norman einen Pool. In New York gibt es Ratten und Pizza. Nee, dafür aber fliegt man normalerweise in die Karibik. Drinks und Schirmchen. Na gut. So, dann gehen wir mal in Harrys Zimmer.
zum... Was? Geier. Das ist nicht für Harry, oder? What the fuck? Warum hast du ich würde mal sagen... Harry ist ziemlich krank. Rechtsbücher. Harry will Umweltanwalt werden. Wie seine Mutter. Das ist ja nichts Falsches. Dran an dem Umweltanwalt. Harrys Tagebuch. Der letzte Eintrag ist vom 18. Juli. Das muss der Code für das Zimmer sein. 7.18. Breche heute nach Europa auf. Ha! Keine Ahnung, wie das ausgehen wird. Dad sagt, es gibt kein Risiko. Aber so ist Dad. Dr. Michaels glaubt, es steht eher 50-50. Also okay. Vielleicht schaffe ich es nicht. Wenn das geschieht, wette ich, wirst du das hier lesen, Dad. Wem mache ich etwas vor? Wahrscheinlich liest du es sowieso schon. Norman muss immer alles wissen. Also, wenn du das hier liest, Dad, und falls absolut kein Risiko, nur ein weiteres falsches Osborne-Wahlversprechen war, dann tu mir einen Gefallen, zeige den nächsten Teil bitte Pete und MJ. Nur ihnen. Bitte. Danke, Dad. Ich liebe dich. An Peter Parker und Mary Jane Watson. Leute, es tut mir leid. Wirklich leid. Wenn ihr das hier lest, Mann. Das ist echt hart. Selbst in einem hypothetischen Brief an euch fällt es mir schwer, ehrlich zu sein. Also gut, ich bin krank. So richtig krank. Die Ärzte glauben, es ist das gleiche, das meine Mom hatte. Neurodegeneration, rapider Verlauf. Ich weiß, es ist schon eine ganze Weile. Aber ich dachte, ich kriege es in den Griff. Ich habe euch nichts gesagt, weil, naja, eben darum. Ich hatte Angst davor, wie ihr reagieren würdet. Und ich konnte den Gedanken daran nicht ertragen, dass ihr das gleiche durchmachen würdet, wie ich bei meiner Mom. Dem Leiden zusehen und nichts tun zu können. Sie sterben zu sehen, war schlimmer als der Tod selbst. Vor kurzem wurde es richtig schlimm. All die Male, die ich total fertig vom Feiern oder einfach nur super beschäftigt war. Keine Partys, keine Arbeit, krank. Diese Europareise, naja, ein Alibi. Ich lasse mich behandeln. Experimentell. Langfristig. Dad hat Ewigkeiten daran gearbeitet und er hat mir versprochen, dass es wirkt. Er hasst den Spitznamen, den die Techniker dafür haben. Teufelsatem. Er findet, das lässt etwas Gutes furchteinflößend wirken. Aber vielleicht ist der Teufelsatem genau das, was ich brauche. Ein kleines Übel, um eine Menge Gutes zu bewirken. Oh shit. Jo. Hallo, Yolover 221. Bevor wir hier verschwinden, brauchen wir einen Plan. Hier. Du bleibst hier. Das Antiserum ist fertig und ich werde die Produktion überwachen. Sie werden ohne mich komplett angreifbar. Ich scheine mit dir komplett angreifbar zu sein. Ich gehe allein. Ende der Diskussion. Lass Team 2 auf Standby. So. Ich ja, tu ich. Au. Pete, Normans Heimat ist bereit. Er geht zum Labor, in dem es ist. Kannst du ihm folgen? Das würde er bemerken. Jemand hat Sable heute was in den Kaffee getan. Ihre Männer sind auf super Alarmstufe rot. Gut, dann bleib bereit. Ich hab den Ort schon fast. Okay. Tu mal gefallen, geh mal wieder da drin. Krieg ich den vielleicht weggetasert? Yep! Also, nice ist es auf alle Fälle und ich kann mir. Also, ich glaube gern, dass man das gerne mehr als einmal spielt. Wenn der da bleibt, ist alles gut. Natürlich bleibt er nicht da! Oh, das war knapp. Was war das?
Aber ich kann es wahrscheinlich gar nicht so oft durchspielen wie du. Wahrscheinlich war das jetzt gerade richtig blöd. Ja, war es. Ja, das glaube ich. Das Spiel bietet halt auch sehr viel. Ja, gut. Niemand. Bingo. Okay. 18. Juli. Muss mal los, Bruder. Danke. Bingo. Was? Super. Ich muss herausfinden, wo das Teufelsatemlabor ist. Da drin muss doch was Nützliches sein. Ich hab den eigentlich sofort gefunden. Ich hab den gefunden, ohne ihn wirklich zu suchen. Teufelsatem ist keine Krankheit. Es sollte ein Heilmittel sein. Gut. Das ist ja unfassbar. Schnauze. Ich hab das Bild nicht. Ja, das hättest du da beim ersten Mal machen wollen. Ich hab's umgedreht, weil MJ sagte, da ist irgendwas. Und deswegen habe ich so's. Bestmöglich. Harrys und Emilys Krankenakten. GR27 sollte ihr Heilmittel sein. Also wie so üblich, seine Familie heilen. Aus guten Beweggründen das Falsche getan. Kann man das dann machen, was? Ja, oder? Ja. Norman Osborn, GR27-Forschungstagebuch. Das Projekt geht in Wow, Norman gewinnt den Preis für die schickste Karte. Ich bin ehrlich gesagt gar nicht auf das Avengers-Game gehypt. Standorte von Sable-Truppen. Weil ich habe dazu irgendwas im Trailer gesehen und ich fand den enttäuschend. Deswegen kann ich mich gar nicht auf das Spiel helfen. Bravo, bravo, bravo. Und das ist wohl das C-Team. Die Synchro war sau schlecht. Und auch die Art, wie das gemacht wurde, der Trailer, sah einfach kacke aus. Am Teufelsatemlabor sind sicher viele Sable-Truppen. Das ist alles im Besitz von Oscorp. Krass, wie viel von New York denen gehört. Geschäftsgebäude. Das sind viele Datencenter. Oscorp geht voll auf Verteidigungsforschung. Interessant. Anscheinend verfolgt Norman. Ja, von der Grafik her. Position. Gruselig. Aber das ergibt Sinn. Michaels ist Leiter von Projekt Teufelsatem. So finde ich das Teufelsatemlabor.
muss ein Oscorp-Gebäude mit jeder Menge Säbelschwitz sein, das von Dr. Michaels besucht wird. Nein, Norman wird sicher nicht das Antiserum in einem Einkauf. Ein Datencenter wäre die perfekte Tarnung für das Teufelsatemlabor. GR27, das ist der Codename für Teufelsatem. Das ist es. 10. Ecke Cathedral. Ist das... Wusste ich's doch. 10. Ecke Cathedral. Oscorps Datenzentrum. Das perfekte Versteck für ein geheimes Biotech-Labor. GR27, Vorfall Martin Lee. Was ist das? Und wir nehmen auf. Ich bin gleich nebenan. Ist Martin Lee so zu Mr. Negative geworden? Also ich lasse mich, was das Spiel angeht, gerne dann später von einem was Besseren belehren, wenn das online ist. So wurde Martin Lee also Mr. Negative. Interessant. Oh, der wusste es. Was hast du getan? Oh mein Gott. Norman und Otto. So fing alles an. Sie erschufen Lee. Das erklärt auch Lees Hass auf Osborn. Das ist jetzt dumm gelaufen, MJ. Frag Sable nicht, die ist doof. Oh Gott, Spinnen. Ein Eindruck. Schlagt Alarm. Pete, ich habe das Labor gefunden. Und noch viel mehr. Wie weit weg bist du? Zwei Straßen weiter. Ein Wort und ich bin da. Super. Mach dich schon mal bereit. Das war dumm. Nicht nur du. Nicht nur du. Ich hasse Spinnen wie die Pest. Pete, ich habe das Labor gefunden. Und noch viel mehr. Wie weit weg bist du? Zwei Straßen weiter. Ein Wort und ich bin da. Super. Mach dich schon mal bereit. Du gehst erstmal ein Schläfchen machen. Boah, ich hasse Spinnen wie die Pest, Alter. Passt auf euch auf! Und der erste macht schon ein Nickerchen. What close? Um auf Nummer sicher zu gehen, gehst du erstmal ohne schlafen! Schlaf gut! Ist er alleine? Ja gut. Na! Alter! Das
zwar jetzt. Ups. Na, warte. Die Geschichte ist auch krass. Ja, das glaube ich. Oh oh, lauf, nein, 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 lauf bitte in die andere Richtung! Was war das? Oh, das war grad. Och, Scheiße! Kacke, verdammte! Hä? Was? Mach ich. Pete, bist du da? Bin an der Lexington. Alles okay? Nur noch ein paar Sekunden. Nordwestliche Ecke. Pete, bereit? Guten Flug! Du bist irre. Knutschen könnt ihr bitte später, ja? Und Vögeln erst recht. Danke. Verzeihung. Feast. Das alles überfordert mich. Okay. Harry krank. Norman und Lee. Und Dr. Octavius. Ich weiß. Gut, kann am Remote Place liegen. Alles meine Schuld. Oh, jetzt geht das wieder los. Du bist nicht mehr allein, Pete. Miles und ich kümmern uns um Feast. Du findest Norman und das Heilmittel. Danke. Partner. Dann bin ich ja zufrieden.